1998. Ein kleines Städtchen in Kalifornien. Eine abgelegene Privatschule. Wir könnten eine Halloween-Party feiern. Nur wir vier. Sozusagen eine ausschweifende Orgie. Ich liebe Typen, die so denken. Kein Alkohol, keine Drogen, keine Witze. Hier lebt eine Lehrerin in Angst. Ich bin nicht die, für die du mich hältst. Seit ich hier bin, habe ich meinen Namen geändert. Das ist ja furchtbar. Sieh dich aus. Mein Bruder hat meine Schwester ermordet. Wie hat er das denn gemacht? Mit einem großen, langen Küchenmesser. Es reicht, ich halte das nicht mehr aus, Mom. Er ist tot. Es ist jetzt 20 Jahre her. Worauf soll er denn noch warten, hm? Wäre er nicht inzwischen wieder aufgetaucht? Was ist denn auf einmal los? Keine Ahnung. Der Witz ist krank. Oh, Scheiße! Schnell weg hier! Und jetzt wird die Schlacht zwischen Gut und Böse entschieden. Endgültig. Diesem Herbst macht das Grauen keinen Urlaub. Halloween, 20 Jahre später. Es ist Halloween, da darf man jeden mal richtig erschrecken. Ich habe schon reichlich davon gehabt.